Du möchtest arbeiten, aber du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst, um einen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz in Deutschland zu finden. In Deutschland gibt es viele verschiedene Organisationen, die den jungen Geflüchteten neben den Jobcentern und Arbeitsagenturen helfen, ihren Weg zum Arbeitsmarkt zu finden. Was heißt das eigentlich? Wir sind heute hier bei Arevo Berlin Übungswerkstätten. Lass uns reingehen. Ich bin mit Frau Franziska Hartmann hier verabredet. Hallo, Frau Franziska Hartmann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Am Anfang will ich das erfahren, ob man als interessante Person auch einfach vorbeikommt oder muss man einen Termin vereinbaren? Mhm. Unser Haus ist den ganzen Tag geöffnet, von Montag bis Freitag, und man kann immer vorbeikommen. Aber manchmal haben wir nicht so viel Zeit und dann würden wir dir einen Termin geben, wenn wir dir nicht sofort helfen können. Franziska, ich bin jetzt hier. Mhm. Ich will arbeiten, aber ich habe noch keine Idee. Was macht Arevo für mich? Wir helfen dir dabei, eine genauere Idee vielleicht zu finden im Bereich Handwerk. Und du kannst bei uns verschiedene Kurse besuchen, wo du herausfinden kannst, welche Arbeit zu dir passt oder welcher Handwerksbereich zu dir passt. Dafür machen wir praktische Kurse hier bei uns und auch in Berliner Innungen. Wir haben eine Holzwerkstatt, das heißt, hier arbeiten wir viel mit Holz, manchmal auch mit anderen Materialien, zum Beispiel gerade auch mit Glas. Wir haben Spezialfachworkshops für andere Handwerksbereiche, zum Beispiel Bäcker, Konditor, Friseur, Dachdecker. Und wir haben einen Deutschkurs, da kannst du dein Deutsch verbessern und Berufssprache lernen. Herr Amel, richtig ausgesprochen? Wir helfen dir, ein Praktikum zu finden, helfen dir bei dem ganzen Bewerbungsprozess und genau arbeiten daran, dass du einen Ausbildungsplatz findest oder eine Arbeit in einem Berliner Unternehmen. Das würde auch zu Ihnen passen. Sie kochen ja auch immer unten schon sehr lecker. Die Leute, die hier mitmachen können, welche Aufenthaltstitel brauchen Sie? Wir sind ein Projekt für geflüchtete Menschen, aber man kann mit jedem Status zu uns kommen, also mit Gestattung, mit Duldung und natürlich auch mit Aufenthaltserlaubnis. Wir helfen dabei, wenn man zu Behörden gehen muss, wenn es sehr komplizierte Sachen gibt, die man klären muss, die die Teilnehmer selber manchmal gar nicht verstehen, dann sind unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dabei und helfen in diesem Prozess. In vielen Heimatländern, die handwerkliche Berufe haben keinen guten Ruf. Viele wollen nicht sehr gerne als so Tischler oder Koch oder Metallarbeiter arbeiten. Wie überzeugen Sie, dass die Leute hier das lernen? Also in Deutschland sind diese Berufe alles Berufe, die man lernt. Ne? Also man macht eine Ausbildung, in mehreren Jahren lernt man diesen Beruf und danach hat man einen qualifizierten Berufsabschluss. Das ist wichtig in Deutschland, weil wenn man einen qualifizierten Berufsabschluss hat, dann ist man sicher auf dem Arbeitsmarkt. Man kann seine Arbeit nicht so leicht verlieren. Diese Berufe werden sehr stark gesucht. Es gibt sehr viele Arbeitsplätze für diese Berufe. Und man hat eine sichere Bezahlung. Wenn man ungelernt ist, dann ist es immer unsicher. Man kann seine Arbeit auch verlieren oder man wird vielleicht schlechter bezahlt, weil man Helfer ist. Deswegen lohnt es sich, einen Beruf zu lernen, weil man dann nachhaltig in Deutschland eine gute Chance auf dem Arbeitsmarkt hat. Und das bedeutet auch Sicherheit für die Menschen. Musik.